Volibear spielen wie ein Challenger-Elo-Jungler, darum geht es im heutigen Video. Tatsächlich ist Volibear schon seit dem letzten Patch wieder back. Leute spielen ihn endlich wieder. Und gerade jetzt hat sich nochmal die Situation ein bisschen verbessert. Da dachte ich mir, bester Zeitpunkt. Ich überlege noch, welches Game wir nehmen. Das sieht ein bisschen interessanter aus. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr passiert. Ja, das sieht ganz gut aus. So, Runen könnt ihr euch direkt so wieder nachbauen. Und ich würde sagen, wir jumpen direkt rein. By the way, dieses Sundered Sky Item ist auf manchen Bruisern so lächerlich overpowered. Also das ist wirklich Wahnsinn. Raito's Balancing ist manchmal richtig off einfach. So, manche Items, das kann man auch auf Xin Zhao bauen, Sundered Sky, auf Viego natürlich. Das wären so die typischen, die das nutzen. Und das ist so lächerlich broken. Das ist wirklich lächerlich, ne? Volibear ist, wie ich finde, ein sehr unterbewerteter Jungler. Weil ihr keine Mechanics braucht. Also der ist selbsterklärend. Ich kann die Fähigkeiten gerne nochmal erklären. Aber die habt ihr nach zwei Games raus. Bei einem schwierigen Champion wie Aphelios sage ich 10, 20 Games versteht er den. Volibear versteht ihr nach dem ersten Game. Ich kann gerne nochmal über die Fähigkeiten gehen, aber die sind wirklich, wirklich einfach. Ich kann euch mal einen Quick Rundown geben. Hier habt ihr den Stun, der euch noch ein bisschen upspeedet. Hier macht ihr Prozent Damage, vor allem wenn ihr das zweite Mal dann zuhaut. Beziehungsweise mir fällt gerade auf, das heilt nur für Prozent Damage. Ah ne, doch. Restores. Ja doch, nee, das heilt nur für Prozent. Ah, ist ja interessant. Egal. Dann habt ihr hier dieses Donnerfeld. Lol, der hat seinen Clear vermasse. Der hat seinen Clear vermasse. Sehr witzig. Egal. Challenger Elo, by the way. Genau, hier habt ihr Prozent Max Health Damage als Magic Damage. Mit der Ulti könnt ihr dann auch Türme stoppen, was ganz interessant ist. Und bei der Passiven macht ihr dann einfach mehr Damage, wenn ihr die 5 Stacks habt. Ja, wunderbar. Volibears Rolle in Teamfights ist meistens auch ziemlich einfach. Q drücken, auf ein ADC rennen, den Stun. Ja, wir gucken erstmal den ersten Gank an. Wir haben hier einen Red Side Clear, rennt direkt runter. Also jetzt nicht im Sinne von innen, sondern rennt buchstäblich runter. Kam aber zu spät, da war ihm Viego einen Schritt zuvor und hat sich die Gank-Lorbeeren geholt. Tja, schade, wie das manchmal so ist. Egal, gucken wir mal, wie es weitergeht, denn er hatte eine sehr gute KDA. Ich erwarte schon, dass da mehr kommt. Ich erwarte schon, dass da mehr kommt, deswegen einfach locker bleiben. Viele Leute fühlen sich auch gestresst, wenn sie Jungle spielen, weil ihr versteht nicht, dass sie chillen können. Ja, du hast richtig gehört. Dein Team spam-pinkt die ganze Zeit. Die sind halt dumm. Ich sage im Jungle immer slash mute all. Ihr könnt nicht auf das hören, was euer Team sagt. Die labern nur Müll. Ja? Einfach mute all und euren Gameplan durchziehen. To be fair, in dem Game, also die ersten 5 Minuten ist hier nichts Weltbewegendes passiert. Ja? Aber da sind ja viele von euch schon getiltet. Wenn es nach 5 Minuten noch nicht 3 Kills als Jungle gibt, denken alle, ah, ihr seid useless, könnt gleich surrendern. Viego hat schon zweimal was Nützliches hier gemacht. Einfach chillen. Einfach chillen. Eure Gelegenheit wird kommen. Zum Beispiel der Zeitstrahl impliziert ja schon, dass da gleich was richtig abgehen wird. Gucken wir mal. Ihr könnt, by the way, auch Volley sehr gut mit Ghost spielen. Kann bei den Early Ganks noch ein bisschen leichter sein. Flash ist dann wegen der Ulti gut, aber... Guck, der hat 5 Minuten gebraucht, um einen Kill zu holen. Das ist ziemlich langsam. Also wenn ihr was spielt und... Das wird die meisten Games bei euch so sein, dass euer Anfangsplan nicht direkt aufgeht. Ja, ihr müsst immer reaktionär spielen als Jungle. Gucken, wie entwickelt sich die Sache. Die ersten 5-6 Minuten ein Kill. Es ist wirklich nichts Besonderes. Das kann buchstäblich jeder, der das Video sieht, auch so machen. Wir haben hier den Q-Max. Das ist sehr, sehr wichtig für den zusätzlichen Movement-Speed. Ja. Weil ihr so noch leichter ganken könnt. Und je mehr Punkte ihr in dem Q habt, desto leichter werden die Ganks dann irgendwann auch. Ne? Deswegen einfach chillen, einfach durchspielen. Ganz einfach. Ganz einfach. So, er pingt den Drake.
Okay. Volibear ist tatsächlich sehr gut im Solo-Drakes, dem ist mir auch schon aufgefallen. Das macht den Jungle so flexibel, ja. Wenn es was zu ganken gibt, könnt ihr mit dem Super Lanes ganken, wegen dem Volibear Q, ja, was den Movement Speed und den Stunner halt gibt. Wenn ihr aber nichts zu tun habt, könnt ihr auch mal einen Drake oder Grubbs Solo total easy nehmen, wegen dem Max Damage E und auch dem W. Ihr macht da wirklich viel, viel Damage tatsächlich. Und ihr seid relativ sicher mit Volibear, weil er so tanky ist. Oh, Smolder. Smolder wurde gesmoldert. Eieiei. Smolder wurde gesmoldert einfach. Uff, uff, uff. Der arme Smolder. Schon wieder gesmoldert. Er kitet die Camps auch sehr gut. Dieses Camps kiten, das spart ihr halt noch so ein paar Sekunden. Und diese Sekunden können einen Unterschied machen. Das war wieder die viel zu laute Smolder-Ulti. Ist immer auch viel zu laut. Oh, jetzt hat er 3 Kills. Minute 10, 3 Kills ist schon ganz nett für Challenger Elo, weil in Challenger Elo spielen die Leute ja mehr sicher als jetzt so in eurer Silber Elo oder wo auch immer. Da könnt ihr ja noch mehr Kills farmen mit Volibear, weil die Leute gar nicht denken, dass ein Jungler überhaupt existiert oder so. Ja, da könnt ihr noch mehr Kills easy peasy farmen natürlich, was eine schöne Sache ist. Die sind jetzt 3k Gold ahead nach 10 Minuten, das ist schon ziemlich wild. Ziemlich wild, ziemlich wild. Wie ein wilder Volibear. Wir haben den Q-Max, wie bereits gesagt. Interessant ist der W-Max Second. Manche im Max noch E-Second, aber hier haben wir Volibear W-Second Max. Na gut. Und ihr seht, wenn die Gegner nicht so schlau sind, wie in dem Fall die Diana, dann sind Volibear-Ganks sehr einfach. Denn viele Leute, die Jungle spielen, haben das Problem, die finden nicht die richtigen Timings zum Ganken. Ja, denken, ach, der andere Jungle gankt die ganze Zeit, ihr verschwendet scheinbar nur Zeit. Was ist da los? Denken sich viele. Wenn ihr diese Probleme als Jungle-Anfänger zum Beispiel habt, nehmt eine Runde Volibear. Mit dem kann man nichts falsch machen. Wir haben jetzt Sundered Sky auch relativ spät, Minute 13, kann man auch früher kriegen auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Smolder hat aber auch einen extravaganten Chroma sich geholt, Der ist auf jeden Fall unter den Top 10 Challengern, hat auch ein paar Fehler gemacht in dem Game, aber es geht nur darum, dann zu gewinnen, ne? So, wen juckt's, wenn du in dem Game ein paar Fehler machst, wenn du dann trotzdem die LP kriegst? Vielleicht macht der Gegner einen Fehler mehr, ne? Kann auch mal sein. War jetzt auch nicht das spannendste Game, muss ich sagen. War ganz okay so. Ist nicht so viel passiert. War mehr so ein Challenger-Elo, strategisches Waves-Farm-Game. Die spielen halt sehr sicher in der Elo. Sehr, sehr sicher. Chillen einfach. Stacken Waves. Weil diese Waves, die Minion-Waves, sind einfach das sichere Income. Und da denken sich viele High-Elo-Leute, warum irgendwas riskieren, wenn man auch das sichere Income farmen kann, was ja natürlich Sinn macht. Also Challenger-Elo-Spieler sind quasi die Beamten von League of Legends. Ja, die setzen auf Sicherheit vermehrt. Die setzen vermehrt auf Sicherheit. Deswegen ist Pro-Play auch ein bisschen langweilig zu watchen. Weil was in dem Silber-Gold-Platin-Elo-Games passiert, ist ja diese coole Craziness, ja. Leute ganken die ganze Zeit, Leute fighten die ganze Zeit. Nun könnte man sagen, es ist nicht die optimale Art, das Spiel zu spielen, sicherlich. Aber es ist witziger. Es ist witziger und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wer hat dann gewonnen? Der Typ, der ein langweiliges Challenger-Elo-Game spielt oder der Typ, der ein lustiges Platin-Elo-Game spielt, ja? Ihr würdet ja sagen, naja, der Challenger hat gewonnen, der ist ja viel höher in der Elo. Ja, aber wenn der beim Spielen von seinem langweiligen, strukturierten Game keinen Spaß hat, will ich ja nur die Frage in den Raum stellen, hat er dann wirklich gewonnen? Ja, auch mal drüber nachdenken. Auch mal drüber nachdenken, Leute. So, gucken wir mal, wie es hier weitergehen tut. Oh, die Ult war es gar nicht. Nee.
Das war Challenger Elo, by the way, der Fehler da schon wieder, ja. Ihr habt richtig gehört. Lol, diese Jinx Rockets. Bam, 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 bam. Haha. Das ist ja absolut redonkulous. Redonkulous. Der ADC Gap, wessen ist? Merps. Der ADC, man, die weiß einfach. Merps. Cooler Name auf jeden Fall. Merps. Ja. 4-1-6. Es war jetzt kein großes Jungle-Diff-Game. Die waren eher ähnlich drauf, hier beide. Oh, was willst du machen? Was willst du machen? Alter, diese Smolder-Ulti, das ist doch ein Joke, wie laut die ist. Zumal die einen anderen Sound hat, wegen seinem Skin, witzigerweise. To be fair, Volibear war viele Patches komplett ignoriert. Mittlerweile spielen den ein paar wenigstens wieder. Oh, das war ein guter Bait. Da hat er so den Smolder rausgelockt aus seiner Höhle sozusagen. Und zack, 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 sein Team hat ihn gefangen. Damn. Naja, Leute. Das ist die Volibear Jungle Story. Eine durchaus interessante Story, wie ich finde. Slain Baron Nashor. Schauen wir mal, wie es weitergehen tut. Er rennt einfach auf den Smoke da drauf. Der hatte keine Chance. Nein. Keine Chance. Und ich glaube, das Game ist dann auch bald vorbei. Yep. Nice. Und der ADC Rage pingt seinen Support. Klasse. So, ich hoffe, euch hat dieser Volibear Guide gefallen. Ist ein wirklich underrated leichter Jungle. Probiert ihn einfach mal aus, wenn ihr so Anfänger oder mittlerer Jungler seid. Und rockt ein paar Free Wins im Ranked. Bis zum nächsten Video. Ciao.